Die Lage und die Schwankungsbreite des Grundwassers sind wichtige Eingangsgrößen für eine geotechnische Berechnung. Und dementsprechend gehört die Erhebung des Grundwasserstandes mit zu jeder Baugrunderkundung. Man muss natürlich wissen, ob eine Baugrube für ein Gebäude später im Grundwasser errichtet werden muss oder ob ein Gebäude nasse Füße bekommt. Dazu dienen Grundwassermessstellen, mit denen man Grundwasserstände auch langfristig beobachten kann, um daraus die relevanten Bemessungswasserstände abzuleiten. Wie so ein Grundwasserpegel, eine Grundwassermessstelle aussieht und wie man darin den Grundwasserstand misst, das erfahren Sie in diesem Video. Für die Beobachtung des Grundwasserspiegels kommen sogenannte Grundwassermessstellen zum Einsatz. In die grundwasserführende Schicht, hier zum Beispiel ein kiesiger Sand, wird zunächst eine verrohrte Pegelbohrung abgeteuft. Diese Pegelbohrung hat in der Regel einen deutlich größeren Durchmesser als der Grundwasserpegel, der hergestellt wird. Anschließend wird innerhalb der Verrohrung das sogenannte Filterrohr eingebaut, das am unteren Ende mit einer Bodenkappe versehen ist, um das Eindringen von Bodenmaterial und Schmutz zu verhindern. Außerdem ist der untere Bereich mit einem sogenannten Sumpfrohr ausgestattet. In diesem Bereich ist das Filterrohr nicht geschlitzt. Der geschlitzte Bereich des Filterrohres erstreckt sich über den zu beprobenden Grundwasserhorizont. Anschließend wird der Ringraum zwischen Verrohrung und Filterrohr mit Filterkies aufgefüllt. Sukzessive wird dabei auch die Verrohrung gezogen. Nach oben hin wird ein Gegenfilter aus Sand bzw. einer Abdichtung aus Quellton oder einem anderen Dämmmaterial eingebaut, um den Ringraum nach oben dicht zu verschließen. Den obersten Abschluss einer sogenannten Unterflurmessstelle zur Grundwassermessung bildet in der Regel ein Betonsockel und eine Schutzkappe. Nun kann das Grundwasser über den Filterkies ins Filterrohr eindringen, ohne diesen Filter dabei zu verstopfen. Für die einmalige Messung des Grundwasserstandes in einem Pegelrohr kommt oft ein sogenanntes Kabellichtlot zum Einsatz. Das besteht aus einer Metallsonde, die an einem langen Maßband befestigt ist, das hier auf eine solche Trommel aufgerollt ist. Beim Kontakt mit Wasser wird genau an dieser Stelle hier ein elektrischer Strom geleitet und es ertönt ein Piepsignal, ein Piepston, beziehungsweise es geht eine Signalleuchte an. Das möchte ich Ihnen einmal kurz vorführen. Wenn ich also diese Sonde ins Wasser eintauche, dann hören Sie, es piepst und die Signalleuchte geht an. An der Oberkante des Pegels kann ich dann am Maßband die entsprechende Tiefe des Grundwasserstandes unterhalb des Ansatzpunktes ablesen. Unterhalb des Schachtdeckels findet man die zunächst verschlossene Kappe der Grundwassermessstelle. Nach dem Öffnen kann die Sonde des Kabellichtlots in das Pegelrohr hinabgelassen werden. Vor Ort sieht das dann so aus, wie Sie das hier sehen. Die Sonde wird in die Grundwassermessstelle eingetaucht und das Maßband vorsichtig abgerollt. Und zwar so lange, bis die Sonde ins Grundwasser eintaucht und das Lämpchen anfängt zu leuchten. Das sehen Sie jetzt hier. Auf einmal leuchtet die Lampe auf und es ertönt der Piepston. Um den genauen Wasserstand zu ermitteln, muss das Maßband gegebenenfalls wieder ein Stück herausgezogen werden. Eben genau bis zu dem Punkt, an dem das Lämpchen beginnt zu leuchten bzw. der Signalton ertönt. An dieser Stelle schaut man in der Regel ganz genau an den Rand der Grundwassermessstelle. Da muss man immer an derselben Stelle wieder gucken und liest dort am
Maßband ab, wie tief die Sonde in die Grundwassermessstelle abgetaucht war. In diesem Fall sind das hier 26,93 Meter. Mit der bekannten Höhenlage der Oberkante der Grundwassermessstelle kann man dann den Grundwasserstand für diesen Zeitpunkt ausrechnen. Es gibt auch Messstellen, die deutlich oberhalb der Geländeoberkante angeordnet sind, also Oberflur liegen. Diese haben den Vorteil, dass man sie leicht wiederfindet, vor allem bei Messstellen wie hier im Wald, wo zum Beispiel Laub einen Unterflurpegel leicht verdecken kann. Solche Oberflurmessstellen haben allerdings auch einen Nachteil. Sollten sie am Rand oder in der Nähe von Verkehrswegen liegen, können sie durch Fahrzeuge beschädigt werden. Daher sind sie oft durch ein rot-weiß markiertes Schutzgestänge gesichert. Schauen wir uns mal gemeinsam an, wie hier der Grundwasserstand eingemessen wird. Die Messstelle ist natürlich auch hier als solche gekennzeichnet und mit einer Schutzkappe verschlossen. Wenn diese mit einem speziellen Schlüssel aufgeschlossen wird, sieht sie genauso aus wie die Unterflurmessstelle. Man erkennt sehr gut das Pegelrohr in der Mitte. Und auch hier wird für die Messung die Sonde des Kabellichtlots mit dem angeschlossenen Maßband einfach hinabgelassen. Natürlich fängt auch diese Sonde irgendwann an zu blinken und zu piepsen, nämlich dann, wenn die Sonde ins Grundwasser eintaucht. Auch hier wird vorsichtig bis auf den Grundwasserstand justiert und die Eintauchtiefe am Maßband abgelesen. In diesem Fall haben wir einen Wasserstand von 28 Meter unterhalb des Ansatzpunktes. Dieser Wert wird notiert und nachher auf die bekannte Oberkante des Pegelrohrs bezogen und damit der Grundwasserstand ausgerechnet. Anschließend wird das Maßband wieder aufgerollt und die Messstelle ordnungsgemäß wieder verschlossen. Aus Pegelmessungen über einen längeren Zeitraum lassen sich dann die sogenannten Pegel- oder Grundwasserstand-Ganglinien konstruieren. Hierfür kommen in der Praxis Messmethoden zum Einsatz, mit denen die Wasserstände kontinuierlich aufgezeichnet und teilweise sogar online übertragen werden können. An diesem Beispiel sehen Sie hier, dass die minimalen und maximalen Wasserstände über das Jahr variieren. Schwankungsbreiten von mehreren Dezimetern bis Metern sind keine Seltenheit. So, nun haben Sie gesehen, wie man mit Hilfe der Grundwassermessstellen die Grundwasserstände beobachten kann, um daraus langfristige Messreihen zu generieren und im Nahbereich eines Baufeldes die relevanten Bemessungswasserstände abzuleiten. Auf diese Weise ist es auch möglich, nicht nur die Nachweise zu führen, sondern auch die Bauzeiten so zu planen, dass man möglichst wenig mit dem Grundwasser in Berührung kommt.